Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3 Drop Distance. In der letzten Folge haben wir angefangen, einige Portale hier, kein Portale meine ich, abzucruisen. Und ja, wir haben schon die Hälfte von denen erledigt, glaube ich. Und wir werden uns jetzt um die restliche Hälfte kümmern. Und wir fangen mit Rico an, im der Raster. Okay, diese blöde Heuschrecke, Kommandoschrecke. Hier etwas relativ langweilige Musik im Hintergrund, finde ich jetzt. Und ich habe schon wieder Schattenspringer voll. Warum habe ich das immer voll? Keine Ahnung, bei mir, wieso drückt das mit Rico andauernd wieder auf? Wenn ich hier schießen würde oder irgendwie so was, ey. Und das stört mir das nicht jeder, ja. Doch, ich greife natürlich wieder an, als hänge mein Leben davon ab. Ich soll jetzt schon einsetzen. N Gem RG. Einfach. Doch alles im letzten Partner machen sollen. Ah. Schon wieder gierig. Ah. Ich glaube, die Bosse werden nicht mehr sehr viel schwieriger. Ich glaube, die schwierigsten haben wir schon hinter uns. Mein Rinzler, der ist natürlich eine ganze Ecke gefährlich hin und wieder. Okay, nochmal. Mehr RG N Gem Gem. Mehr RG M Gem. War das so geschrieben? So, wow, habe ich mit Wein geredet. Manchmal ich stimme in meinem Kopf, da kann natürlich sein. Das war gefährlich. Oder auch nicht. Bob. Und du bist dran. Boah. Sind ja Climax hier rausnehmen. So, als hat er sich voll, wenn ich auf Masse. Mehr in Nell Gem. Mehr Energy. Weg ist er. 2 Minuten hat gedauert, meine Güte. Streng dich doch an, Kollege. Würde nicht sein, ich bin Level 99. Okay, Wert 379. Boy, der hatte 58, glaube ich. Ich gucke ganz schön viel AP. Ich will ich da so sehr viel mehr als Sora hat. So. So, die Welten haben wir auch erledigt, die drei Dinger. Mit Rico fehlt nur noch das Land der Musketiere. Boah, was war da nochmal? Im Dings hier. Das Ding ja, das sich in den Wänden verstecken kann, also was. Wie komme ich da hin? Ja, unten war das genau. Falsche Richtung. Da lang. Da lang. Theater. Okay. Gut. Hinter den Kulissen. Natürlich Backstage Pass, wir kommen hier locker rein. Der Backstage Pass ist mein Schlüsselschwert. Bist du halt kein Portal? Nö. Oh, da ist eins. Gut. Ha. Zurück zu Sora. Mit ihnen bin ich schon zu dem Ort hingegangen, wo ich hin muss. Natürlich wieder unnötig lang gedauert. Aber was soll's. Geheimportal. Er ist ein Rinsler. Der wird nervig. Du sagst schon aus, es wäre fast kaputt gewesen. Ey. Und meine Angriffe sind natürlich. So, bei dir war Kontern angesagt, ne?
Mega Beam. Ich komme direkt hinterher. Was machst du da jetzt? Einfach nur blocken. Ich glaube, die Cutscene hat uns irgendwie darauf auch vorbereitet, als wir erstmal gegen Windsor gekämpft haben, ne? Weil Sora hat da irgendwie nur seine Diskus immer abgewehrt. War irgendwie so ein Hinweis darauf, dass man in diesem Kampf hier blocken muss, oder was? Sind die Macher so intelligent? Autsch. Mann. Einfach nur blocken, okay. Das kann ich. Aus dem Weg kann ich sehe nichts. Geiler Kampf. In 3DS-Version hatte ich den viel schlimmer in Erinnerung. Nein, wegen dem Part hier. Alter. Ich konnte ihn hier kaputt. Ah, hast du den gesehen? Der lässt mich einfach nicht meine Angriffe einsetzen, ey. Und dann konnte ich eben die ganze Zeit. Auch mein Kampf wird tot langweilig. Lass mich raten. In dem Film, also in diesem Tron Legacy Film, sind die Schauspieler die ganze Zeit so rumgehüpft. Wir haben die ganze Zeit irgendwie ihre Akrobatik eingesetzt, weil irgendwie in den Cutscenes und so kam halt auch so, als wenn die Charaktere sich nur so akrobatisch irgendwie bewegen. Oder war so ein Ding irgendwie dieses Films. Tschüss. Keine Lust mehr. Ich töte dich jetzt. Jetzt fallen wir beide vom Himmel. So. Warum sind die letzten Bosse so viel einfacher? So, 322 Rekord immer so 50 HP mehr. Ja, okay, er hat mehr Storyboss erledigt. Na, er hat, weiß ich nicht. Wo habe ich da HP Boost bekommen? Ich weiß gar nicht. Ich nehme an, dadurch hat er mehr HP bekommen. Aber ich glaube, der hat auch schon immer ein bisschen mehr HP. Ja, nächster Gegner. Will ich, glaube ich, mit Zora auch wieder als jetzt kämpfen, weil der Kampf ist auch interessant. Das ist der gegen Carlo. Der Captain Carlo. Aber den Kampf möchte ich lieber zweit machen. Also kann ich schon mal hier hingehen. Ja, hier muss ich zeigen. So, ihr könnt mich mal, ich stürze jetzt und ich schlafe jetzt. Eigentlich auch voll lebensgefährlich, ne? So eine Gegnertruppe oder mitten vor so einem Boss hier irgendwie. Das ist wie ein Power Rangers oder Sailor Moon einfach. Wo die, weiß ich nicht, während der Verwandlung irgendwie nichts machen, die Bösewichte, und einfach nur dastehen und zugucken. Ihr habt eure einminütige Verwandlungssequenz jetzt abgeschlossen. Ich habe schon immer gefragt, was die Bösewichte dann machen. Weil die Traumfänger hier, gegen die wir kämpfen, die machen wahrscheinlich genau das gleiche. Oder die Bosse. Während dieser Zeit, während wir da pennen gehen. Nia. Oh, Angriffe spammen for the win. Ja, okay, die Gegner wären natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, wenn man die auf niedrigen Level und so was. Schon wieder voll. Wenn man die auf einem niedrigen Level bekämpft haben, was soll's? Ich will nicht hier meine Können oder irgendwie so unter Beweis zu stellen, also. Ich will einfach nur hier, um zu zocken und zu zerstören. Wo bist du? Bumm. Einfach um die Ecke teleportiert. Herbleiben. Komm her.
schüttle die Hand mit meinem Schwert. Jetzt breche ich dir deine Hand mit meinem Schwert. Wie soll ich alle erledigen? Wird mich auf den Arm nehmen. Bum, 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 bum. Aber ich kann nicht kaputt gehen, wenn ich in diesem Angriff bin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Oh, bitte. Ja, bitte. Hi. Face wieder raus, da bist du. Mau, Hilfe, komm, Face her, aber um Hilfe. Mau. Das nennt man Stallen, hör auf damit. Boah, ehrlich? Mau, ein Angriff und der ist schon wieder weg. Komm her. So. Buff. Oh mein Gott. Dann fast alles ab, ja. Nichts mit abtauchen. Feuer ins Gesicht. Sinistra Feuer, da brennt doppelt so stark. T-Pose. Sehr gerade in der Aufnahme. Oh, das perfekte Schlüsselschwert. Das hat hohe Werte und leichter kritische Treffer und besonders das Auslösen. Besonders das Auslösen von Realitätswandeln, okay. Warum habe ich das jetzt schon bekommen? Angriff, hallo. Sieht so ein bisschen bunt aus, aber. Aber ich brauche mehr Angriffskraft, ne? Das perfekte Schlüsselschwert. War das so eine Krone, merke ich gerade. So, das war das Gefühl, ich will mit Rico allerdings das hier ausgerüstet haben. Er hat ausrüsten würde, wenn Sora ausrüsten würde, wie viel hätte er etwas mehr Angriffskraft als Rico? Komm bald mal mit Rico hat. Dann mega dunkles Schlüsselschwert. Kann es jetzt sein, dass ich mit Rico nicht Simsalabin Fantasia hier machen muss? Symphonie. Will ich nicht gegen den Teufel kämpfen? Boah. Das ist aber doof. Wo ist eigentlich blöde mit den Schlüsselschwert rumzulaufen, weil ich habe nur einen Magieangriff mit jedem Charakter, also ja mit den Angriffswerten. Mein Gott, da leuchtet ja. Also, was ich schon immer haben wollte, ein Schlüsselschwert hat im Dunkeln leuchtet. Ey. Okay, holen wir hier mit kritische Treffer leichter und besonders Auslösen von Realitätswandel. Beides wird dadurch ist weniger Realitätswandel aus der Serie, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Okay. Ich stürze mal hier und dann werde ich ja sehen, ob ich wenn ein Mickey Maus Zeichen ist, dann nehme ich mal an mit Sora und Rico habe ich dann beide schon erledigt. Okay. Noch. Ja, ich finde, die hätten irgendwie so mehr Schlüsselschwerter hier reinpacken sollen, so vom Design her halt. Was Sora und Rico beide die exakt gleichen Schlüsselschwerter die ganze Zeit haben, nervt mich ein bisschen. Ich habe nur hier in weiß ich nicht. Irgendeine Welt haben sie zwei verschiedene bekommen. Bei Monster und Paradies der bösen Buben. Okay, dann
Aber ich, das ist ja dieser Kampf, den ich so atemberaubend abgeschlossen habe. Im Sinne von, ich habe nicht verstanden, wie der Kampf funktionierte. Aber jetzt weiß ich's. Wurf. Ich muss sie nur einmal besiegen, oder? So war doch, glaube ich. Nix da. Ja, so ein Kampf, an den ich nur blocken muss, ne? Mach ich aber nicht. Wurf. Okay. Ja, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss beide Kontrolldinger ja drücken. Und das irgendwann mal erklärt. Ich habe das nämlich auch versucht bei normalen Gegnern, ob man da zwei Dinge auf einmal aktivieren kann. Und da ging das nicht. Also nehme ich mal an, das wird nicht irgendwie erklärt oder so im Laufe des Spiels. Das bedeutet, es wird überhaupt nicht erklärt. Das ist ein bisschen doof. Hallo, ja, seinen Kollegen getroffen. Was passiert, wenn ich das mache? Ich habe links und rechts gedrückt, jetzt beides. Oh Mann. Oh. Oh, du bist auch gleich weg, ja. Dann bist du vielleicht schon der letzte Gegner, außer Zora bekommt nur einen extra Gegner hier spendiert. Den dem Salabim Symphonia. Symphonie, ich gebe das jedes Mal einen anderen Namen, oder? So, komm her, Carlo. Ich habe Geld bekommen. Wenn jemand vergiftet den die ganze Zeit. Ich will dahin. Cool Story, Bro. Und zum. Wir sind aber runtergefallen, ey. Und zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack, na kacke, Wurf. Ist ja tot langweilig, die ganze Zeit blocken, aber dann wird den Kampf voll in die Länge ziehen, habe ich doch Gefühl. Sehr gut. Wie Bombe. Tut dich selbst damit. Bum, 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 bum. Könnte sein, dass ich vielleicht noch den Kampf in, weil der Kampf mit Rico war ja eher Dingens. Na, gegen Chernabog. Und da war ja irgendwie so ein Gimmick-Kampf mehr oder weniger. Boah. Also, ich dachte, du gehst jetzt zurück. Ach so, ja. Für irgendwas drücken. Oh Gott. Gut. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Ich glaube, ich habe seinen Rücken gebrochen. Rücken in zwei gebrochen. So. Oh. Noch nicht vorbei, anscheinend. Ja, vielleicht bekommt man das, indem man nur ein paar abschließt, ne? Boah, Junge. Wieder falsch. So, Link Portale. Okay, dann gehen wir mal meinen Charakter noch zu Dingens. Simsalabim Symphonie. Oh. Okay. Juppa. Da will ich dann mit Zora als erstes hin, falls ich überhaupt nur mit Zora reingehen kann. Da gibt es auch extra einen Ort, wo ich hingehen kann, glaube ich.
Ja, toll, wo ist jetzt wo? Da ist ab, wo ich gegen den gekämpft habe, ne? Na, wer da oben ist, das nicht. Geheimportale. Ich habe noch keinen Schlüsselschwein mit Zora bekommen, also ich meine, er muss einen Gegner mehr hier erledigen. Ich habe das Gefühl, ich hole nicht auf. Ja. Irgendwie bin ich jetzt genauso schnell an denen dran wie sonst auch. Naja. Oh, ist auch noch voll weit entfernt, aber okay. Oh mein Güte, was ist denn hier passiert? Hi. Was? Also schießt wieder mit deinem Sternchen in die Gegend. Ich voll nervig finde. Das ist voll der Spyro-Angriff irgendwie, habe ich so Gefühl. Vor allem, da sind auch irgendwie fast die gleichen Soundeffekte. Das könnte irgendwie ein Boss von Spyro oder so machen. Also von den alten Spyro. Wenn ich von Spyro rede, dann rede ich natürlich von den ersten. Die ersten drei. Also die guten. Genauso, wenn ich irgendwie sagen würde, bei Spende kurz, dann rede ich von den ersten Spielen und nicht die, was jetzt da kommt, Attack on the Titans oder irgendwie sowas. Aber es gibt aber ein Remake, das übrigens auch Let's Play wird, hoffentlich. Ja, ich habe zwar auf dem Kanal schon, aber was soll das? HD, das ist neu jetzt, das ist ein komplett neues Spiel. Boah, ich hasse es, wenn Leute nach so einer Logik gehen, ey. Also wenn das exakt das gleiche Spiel ist, nur halt grafisch verbessert. Ja, ein Grafik macht nichts. Vollkommen ein neues Spiel. Jetzt wohl wahrscheinlich werden noch ein paar Mechaniken und so geändert, aber wie schon, was ich meine. Wohl vielleicht nicht. Boink. Was mit einem Spyro-Angriff? Wow. Komm her. Warum setzt du von da hinten schon das Schwert ein? Ich war doch gar nicht in der Nähe vorhin. Hi. Wuff. Ma. Hey, wem? Ganz schön Schaden, der Angriff. Ich habe auch ein Schwert, ein Schlüsselschwert. Das bedeutet, meinst du es cooler? Ich meine, das ist ein Schlüssel und ein Schwert, ey. Ich kann damit Leute verprügeln und meine Haustür aufschließen. Das kannst du mit deinem Schwert nicht, ne? Okay, der ist tot. Okay. Wow. Wow. So, man hat alle Geheimsuchende. Entfessler. Ich gehe trotzdem noch mal mit Rico nachgucken. Boah. Ja, moink, ich will auch ein leuchtendes Schwert haben. Aus 88. In beides. Ja, wir haben alle. Okay, dann muss ich nicht nachgucken. Ja, wir sind doof. Da ist für Abschluss alle Spezial- und Geheimportale. Wop. Ja, da sind ja nur so unbedeutende Sachen. Eine Freundschaft mit allen Geistern hat den Höchstwert erreicht. Ja, ganz bestimmt. Die Geschichte im Veteranenmodus, das kommt noch, also privat. Freien Fluss 1000 Gegner, alle wertverbessernden Fertigkeiten, alle Schlüsselschwerter erhalten, das, ja, ich weiß schon, wo ich das letzte Jahr bekomme. Schlüsselschwert sieht so geil aus. Okay. Gut, dann war's das schon mit diesem Part.
Ja, schon 25 Minuten, das ist jetzt nicht so wenig. Just for the lols gehe ich jetzt mal zurück zu Rico und guck einfach mal. Da ist. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann cool. Ich nehme an, nein, dann müsste ja hier sein, ne? Also ausgerechnet dem Boss haben sie nicht noch mal also wiederholbar gemacht. Also von allen Bossen, ne? Oder interessanteste Story-Boss von allen. So, fast 400 HP, fast 350 HP. Wir sind gewappnet gegen unsere letzte Herausforderung. Unsere letzte Herausforderung wartet in Traverse. Und da sehe ich euch dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Meine Güte, schwer den Titel des Spiels zu merken, ne? Ich bedanke mich dann allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.